Reisen wollte ich. Man könnte mit einer Kamera um die Welt fahren. Ich hatte das Gefühl, ich werde in eine Welt mitgenommen. Die gibt's nicht in Leipzig. In Irmas Zimmer roch es nach unbekannten Parfums, nach Cremes, nach Entwickler, Fixierbad und Uhu. Das ist New York. So riecht eine Fotografin, dachte Jackie. Ich hatte begriffen, dass man mit Architektur viel Geld verdienen kann. Im Ausland fotografiert man in 2-3 Tagen ein Haus und dann hat man immer noch Zeit, die Fotos zu machen, zu denen man wirklich Lust hat. An seinem 50. Geburtstag sind wir nach Paris gefahren. Er sagte nur, irgendwie habe ich das Gefühl, es stimmt irgendwas nicht mit mir. Ich bin mit der Kamera rumgelaufen, habe 100.000 Sachen gedacht und wirre Gefühle. Und endlich kommt da was, was mich erstmal wirklich so ergriffen hat, diese schwarzen Häuser. Wie, das war so, als ob die für mich wären. Aber gleichzeitig musste ich die Präzision, die man braucht, um ein gutes Foto zu machen. Ich wusste vorher nicht, dass Fotografieren so indiskret ist. Aber man hat immer von mir gesagt, sie ist ja so diskret. Eine Fotografin wird beschimpft. Eine Fotografin wird bedroht. Eine Fotografin wird verachtet. So ist die Welt eben. Und wenn man das nicht aushält, dann darf man das nicht machen.